Profete ist Insolvenz. Ein großer, namhafter E-Bike-Hersteller musste leider im Dezember schon, so wie ich jetzt erfahren habe, in die Insolvenz gehen bzw. Insolvenz anmelden. Ja, was bedeutet das nun für uns als Verbraucher bzw. für euch da draußen? Grundsätzlich ist das so, dass in Deutschland eine sogenannte Garantie bzw. Gewährleistung gilt. Garantie ist meist immer 2 Jahre. In meinem Fall, mein Fahrrad ist von Aldi und dort habe ich volle 3 Jahre Garantie. Was bedeutet das jetzt für uns in einem Garantiefall, da Profet ja Insolvenz angemeldet hat und somit jetzt von einem Insolvenzverwalter verwaltet wird? Bedeutet das für uns als Kunden, wenn wir Garantieansprüche haben, müssen wir sie beim Insolvenzverwalter stellen. Fraglich natürlich nur das Ganze, ob sie auch durchsetzbar sind. Ich persönlich glaube eher nicht daran, aber gut, ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren, hoffe natürlich, dass kein Garantiefall eintritt. Nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, wenn ein Betrieb Insolvenz angemeldet hat, dass eure Garantieansprüche erlöschen. Etwas anders sieht das natürlich mit dem zweiten Thema, der sogenannten Gewährleistung, aus. Diesen gibt es nur vom Händler oder in meinem Fall vom Discounter, wie Aldi, Lidl oder wo auch immer die Profet E-Bikes verkauft wurden. Und diese sind gesetzlich geregelt und dazu ist auch der Händler gesetzlich verpflichtet, 2 Jahre dafür einzustehen. Wobei, da gibt es noch eine kleine Fußnote. Die Gewährleistung, die der Händler gibt, oder in meinem Fall der Discounter Aldi, bezieht sich 2 Jahre verpflichtend prinzipiell auch nur auf den Zustand des Fahrrads beim Kauf. Heißt, für Mängel, die beim Kauf schon vorhanden sind oder waren in diesem Fall. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie lange kann man das durchsetzen? Und da gibt es nochmal einen kleinen Haken. Im ersten Jahr der Gewährleistung sind diese ganz gut umzusetzen, da der Händler dazu verpflichtet ist, die Mängel im ersten Jahr instand zu setzen. Danach wird das Ganze schwierig, denn dann greift die sogenannte Beweislastumkehr. So, das heißt für uns, dann müssen wir beweisen als Kunde, dass dieser Mangel schon beim Kauf sozusagen vorhanden war. Was natürlich etwas schwierig wird. Ja, kommen wir jetzt natürlich zu einem weiteren Punkt. Wie sieht das Ganze im Bereich Service aus, Ersatzteile? Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht und auch mit diversen Händlern gesprochen, die auch Ersatzteile für Profet E-Bikes vertreiben. Und da ist das im Moment so, dass leider auch zurzeit nur sehr eingeschränkt bzw. teilweise kaum Ersatzteile verfügbar sind und oder verschickt werden. Das macht das Ganze natürlich für uns als Kunden recht schwierig, wie wir das handeln, wenn wir jetzt einen, ja, ich sag mal, einen Problemfall mit unserem Fahrrad oder E-Bike haben. Muss man halt abwarten, wie sich das entwickelt. Ja, kommen wir nun zu der letzten Frage. Sollte man demnächst überhaupt noch ein E-Bike von Profet kaufen? Denn ich habe zwischen den Zeilen gehört, dass jetzt zum Saisonbeginn, März etc. Höchstwahrscheinlich wieder E-Bike dieser Marke in den Discountern landen werden. Zu durchaus sehr attraktiven Preisen, muss man natürlich auch sagen. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, Mensch, gebe ich jetzt nochmal so viel Geld aus, auch wenn es praktisch aus dem Discount-Bereich ist und natürlich viel, viel günstiger ist als ein namhafter E-Bike-Hersteller, wo man ja locker 2.000, 3.000 Euro für investiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der unklaren Servicelage
rate ich für mich persönlich dringend davon ab. Ne? Denn das ist mir alles ehrlich gesagt ein bisschen zu ungewiss noch, ob man da was kriegt. Es ist ja auch zum Beispiel die Frage, wie sieht es denn aus, wenn so ein Akku vom Fahrrad kaputt geht? Wer kann da Ersatz liefern? Wie viele Ersatzteile sind da noch vorhanden? Sicherlich andere Teile vom Fahrrad sind Shimano oder Brembo oder wie auch immer. Gewisse Sachen sind ja auch von namhaften Herstellern. Da wird man sicherlich noch den einen oder anderen Ersatz bekommen. Aber gerade der Akku ist relativ speziell und ja auch beim E-Bike schon ein großer finanzieller Posten. Also ich habe das mal gegoogelt, da ist man locker 400-500 Euro los, wenn man da mal einen neuen braucht. Und ja, ist natürlich die Frage, wenn es da natürlich keinen passenden Ersatz geben wird in Zukunft, hat man natürlich ein wunderschönes E-Bike und darf wieder ohne E-Unterstützung ja, in die Pedale treten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen kleinen Video zum Thema Profit-Insolvenz ein paar Tipps und Informationen weitergeben. Schreibt mir das doch gerne mal in den Kommentaren, welche Erfahrungen ihr vielleicht schon gemacht habt. Und für alle, die es vielleicht interessiert, ich verlinke euch hier oben nochmal oder hier Videos von meinem E-Bike-Erfahrungen, von meiner E-Bike-Tour, die ich auch gemacht habe. Und ich hoffe, das gefällt euch. Wenn dem so ist, gebt dem Ganzen doch einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Also bis zum nächsten Video. Euer Alex. Ciao.